Range National Park. Oh, ist das ein Rochen? Hier ist ein Rochen im Wasser. Ja! Oh, ist der hübsch. Wow! Wir sind in Coral Bay angekommen! Woo! Coral Bay! Coral Bay! Coral Bay! Coral Bay! Und erzähl was mal, gibt es hier zu machen? Erzähl mal, was wir gerade gemacht haben. Gleich als erstes. Wir haben gerade eine Tour gebucht. Und zwar eine Halbtagestour zu den Manta-Rochen. Und wo? Wo haben wir die gebucht? Da hinten. Ja, wie heißt das? Wie heißt das da hinten? Das heißt The Ticket Hut. Ja. Coral Bay. Die Pizza Hut. Nur da, haben wir eine Halbtagestour zu den Manta-Rochen gebucht. Die kostet jetzt $125. Es gibt noch eine Ganztagestour für $145, aber wir haben zwei Schweizer getroffen, die meinten, es soll sich nicht wirklich lohnen. Also war mal gespannt, morgen geht's los um 9.15 Uhr. Vielleicht sehen wir sogar Delfine, ja, Meeresschildkröten, Riffhaie und Dugongs. Na, bin ich ja mal gespannt. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen schlau gemacht und zwar geht es um das Thema Campingplätze hier in Coral Bay. Das günstigste, was wir jetzt gefunden haben, sind $39. Coral Bay ist schon die nächste von den Lebendigen, ist halt ein Touristenort. Ne? Das ist normal, ja. Naja, wir werden jetzt erstmal da oben auf den Ausguck gehen und dann werden wir uns mal ein bisschen die Bay angucken. Hier diesen Berg hoch. Von dem Cape Range National Park. Oh, ist das ein Rochen? Hier ist ein Rochen im Wasser. Ja! Oh, ist der hübsch. Wow! Oh, der sieht voll hübsch aus. Schade, dass ich jetzt nicht das GoPro-Gehäuse drum habe. Da hätte ich die Kamera mal ins Wasser halten können. Pass auf, der ist nicht. Der Giftstachel aus. Also, guck mal, hier ist alles voll mit Rochen. Ist alles voll. Oh, das ist aber schön. Auf jeden Fall, wenn ihr von dem Cape Ranch National Park runterfahrt, Richtung Coral Bay, der ist so viel Namen im Kopf, Richtung Coral Bay, einfach durch den Ort durchfahrt, dann kommt ihr an diesen Spot hier. Dann seid ihr genau hier. Eigentlich immer so um 12 Uhr packt uns der Riesenhunger. Ja, und das kommt immer so auf einmal so, oh, ich hab Hunger. Oh. Aber eigentlich so schlimm ist es gar nicht mehr. Seit wir den Power-Cocktail nehmen, geht das eigentlich. Jetzt werden wir uns erstmal einen Kochplatz suchen. Jetzt werden wir erstmal durch Coral Bay fahren. Mal schauen, ob wir was Schönes finden. Wenn wir einen guten finden, teilen wir das natürlich mit dir. Kein Problem. Wir werden dir zeigen, wie du da hinkommst. Also im Endeffekt stehen wir jetzt genau fast an demselben Punkt, wo wir gerade standen, ja, nur irgendwie 50 Meter weiter entfernt. Aber jetzt habt ihr mal so einen Einblick. Ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick von der Stadt. Also fahrt einfach, wenn ihr ganz unten am Ende seid, 50 Meter weiter hoch. Und dann ist hier dieses blaue Häuschen und hier sind überall kleine Bänke und Tische und da kochen wir jetzt. Wir haben gerade eine Bay gefunden, wo ganz viele kleine Babysharks so angeblich rumschwimmen sollen. Wir sind jetzt nicht sicher, wie wir da hinkommen. Wir fahren gerade mal so einen Track hier hoch. Es wird vielleicht ein bisschen Offroad werden. Mal schauen, wie wir da hinkommen. So sieht das im Moment aus. Im Moment geht's noch. Mal gucken, wie lange. Es war noch leichter als gedacht. Und zwar bevor ihr in die Stadt reinfahrt, rechts, da ist ein riesengroßes Flughafen. Da führt eigentlich eine relativ gut befestigte Straße hierher. Wenn wir uns hier schon festgefahren haben. Ich bin ja einfach mal in die Düne reingebrettert, aber da kommen wir schon raus. Auf jeden Fall mit den Reifen, naja, mit Straßenreifen sollte man kein Offroad fahren. Ich habe das nämlich schon mal versucht in Deutschland, da habe ich mich böse festgefahren. Mit. Leute, wir haben keine Haie gefunden. Dafür springen gerade Delfine direkt an der Küste. Da ist der erste, vielleicht springt er nochmal. Und da ist der zweite. Kleiner Tipp bei Delfinen, geht bei wilden Delfinen niemals ins Wasser und denkt, dass die zu euch kommen. Es lohnt sich nie. Das ist jetzt schon das zweite.
zweite Mal, dass wir ins Wasser gegangen sind, ja. Weil wir dachten, gut, okay, die sind ja so dicht an der Küste, sind zu klug für mich. So, unsere neue Klamottenkollektion, also ich stelle mal unsere neue Hutreihe vor. Also, ich nichts sehe. Ja, sehr hübsch. Der nächste Morgen ist angebrochen und wir hatten ja eigentlich für heute eine Manta-Tour gebucht. Das Problem ist aber, es ist Low Season und es ist einfach nichts los. Wir waren die einzigen zwei, die jetzt gebucht haben. Jetzt wurde die Tour leider gecancelt. Ist aber nicht schlimm, wir holen uns jetzt das Geld zurück und dann gehen wir mal da hinten zu dem Veranstalter. Da ist nämlich noch einer. Und da haben wir nämlich von der Deutschen, die wir gerade kennengelernt haben, erfahren, dass die heute eine Tour machen. Es ist zwar eine Tauchtour, aber vielleicht haben die auch noch eine Manta-Tour. Leider ist die Tour, wo wir gerade noch mal fragen wollten, ob die uns mitnehmen, die sind schon um 8 losgefahren, wir waren um 8:30 da. Die haben noch mal das Boot angefunkt, aber es ist leider nichts geworden. Schon weggefahren. Und wir haben immer gelernt, wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann muss das einen Grund haben. Und der Grund ist einfach, weil das Schicksal sagt, Leute, es soll nicht sein. Deswegen, wenn irgendwas nicht klappt, seid nicht traurig, denn ihr wisst nie, warum es nicht geklappt hat. Vielleicht wäre irgendwie was kacke gelaufen, ihr hättet euch verletzt oder ihr wärt unzufrieden oder gewesen. Eure Tiere wären nicht da gewesen. Eure Tiere wären nicht da gewesen, genau. Ihr fragt euch bestimmt, was haben wir gemacht? Nun ja, wir haben Schnorchausrüstung gemietet. Ja! Wo geht's hin, Asi? Wir gehen irgendwo ins Wasser. Over you. And although it hurts, there's nothing I wouldn't do.